Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zum zweiten Teil der Modellbahnausstellung in der Niederlausitzhalle Senftenberg. Wir haben ja nochmal einen Blick über die ganze Halle, jetzt diesmal ohne mein Gesicht, was wir dann im ersten Teil gesehen haben. Wir sehen, es ist also relativ groß und wir fangen hier an mit einer eher kleinen Anlage. Na, ihr wisst ja, dass ich immer gerne darauf hinweise, ne? Platz ist in der kleinsten Hütte. Und wer eben nichts Großes bauen kann, der kann eben was Wunderschönes Kleines bauen. Hier mit vielen selber gebauten Bäumen. Also hier hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ja, und es gibt natürlich bei einer großen Ausstellung auch große Anlagen. Mit Abrahambagger. So, jetzt bin ich ja beim Nachvertonen leider ein bisschen schlecht vorbereitet. Ich hatte es ja schon im ersten Teil erwähnt, dass also ich immer das Problem hatte, dass ich das ja aus Leipzig gewöhnt bin, dass da alle Anlagen immer wunderschön beschriftet sind. Und hier muss da immer erstmal ein bisschen suchen, wo dann naja, wo die Kollegen herkommen, was es darstellen soll. Naja, hier ist einfach Epoche 3, 4. In der DDR. Mit Abrahambagger. Ne, Quatsch, was erzähle ich? Kohlebagger. Na, am Tagebau. Einen schönen großen Bahnhof. Ich mache es ja immer, wenn dies. Wenn die Bahnhöfe auf den Anlagen so ein kleines bisschen so leicht diagonal sind, aber hier bei der Breite der Anlage und der Länge ist es also völlig ausgeschlossen, dass man das macht. Ja, hier ist auch ein schönes Highlight, das ist also eine Brikettfabrik. Die haben da gesagt, wenn man hier, was weiß ich, da voll aufdreht, dann ist die ganze Halle blau. Also der Rauchgenerator, der war hier sehr, sehr ergiebig. Und hier haben wir vor der Brücke auch das dazugehörige Bergwerk. Und hier mit dem Kollegen da hinten hatte ich dann noch ein nettes Gespräch. Hier kommt jetzt der Schwenk. Wir haben es hier mit dem Lausitzer Modellbahnverein zu tun. Na, der hat diese Anlage hier gebaut hat und betreibt. Hier noch ein paar Fotos. Hier habe ich vorhin Abrahambagger gesagt, das ist völlig, völliger Quatsch. Ne? Das ist ein Schaufelradbagger, der also im Tagebau dann in dem Fall für den Abbau der Braunkohle vorgesehen ist. Hier sehr schön im Modell umgesetzt. Na, eine größere Dampflok-BW oder zumindest Behandlungsanlage. Und die Brikettfabrik nochmal im Bild. Ja, hier mal ein Schwenk im hinteren Teil der Ausstellung. Hier Laser-Quad-Gebäude, das ist ja ein bisschen wildwestmäßig aus hier. So vom Baustil her. Eine Autorennbahn gab es auch. Also Carrera Digital. Aber ich habe da jetzt nicht so
angegriffen. Ich sehe auch, dass er, ich bin ja bei Autorennbahnen immer der Meinung, man muss die Magnetenrasen nehmen, weil das eigentlich Schwachsinn ist. Ne? Also es ist, wenn das Auto aus der Spur fliegt, hat es viel mehr Schaden, als wenn du das gleich mal ausbricht, wenn du schnell fährst. Dann haben wir hier eine schöne Schwachspuranlage. Auch schön gestaltet. Quasi ein bisschen, naja, eine Zusammenfassung aller Schmalspuranlagen. Ein bisschen den Eindruck, was jetzt den Fahrbetrieb anging. Also da fuhr viel, was da so alles in Deutschland unterwegs ist. Aber wir lassen ihn mal selber zu Wort kommen. Dann kann man das alles mal erklären. Du fährst ein bisschen gemischt, ne? Weil das sieht doch wie nach Spreewald aus. Also Spreewald. Und das mal hart. Nee, das ist sächsische Schmalspur. Und der dahinter steht, ach, das ist Harzquerbahn. Warte mal. Ach, das Handel. Ja, was ist denn das jetzt? Handel E, ne? Hm? Das Handel E, was du jetzt hast. Das ist Handel E, ne? So, nur der Zug, der als im zweiten Gleis steht, hat ein etwas größeres Raummaßprofil. Oh. Weil in der Harzquerbahn haben sie ein bisschen anderes Raumprofil. Ja, ja, das ist, die Spur ist ja auch breiter. Ja, Tillich bietet die sowohl in H0E als auch in H0M an. Also Meterspur, also 450 Meter. Ja, da war ich sogar so verwirrt, dass ich schon gar nicht mehr gesehen habe, ob es H0E oder H0M ist. Also, das hat er mich ein bisschen von Socken gehauen. Nee, das ist ja eine Geschichte. Ich meine, man muss auch als, sagen wir mal, Purist auch ein kleines bisschen, sich ein kleines bisschen Toleranz erhalten, dass man dann die Welt versucht, auch mal mit den Augen der anderen zu sehen. Ob man das jetzt selber für sich umsetzt oder nicht, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Insgesamt fand ich es eine schöne Ausstellungsanlage. Und Schmalspur-Thema ist jetzt auch nicht so häufig, ne? Hier dann wieder ein paar Bilder von der Anlage. Bei diesem Bild ja, möchte ich mal ein bisschen mehr erzählen, weil ihr habt ja sicher schon gemerkt an meinen Videos, bestimmte Themen, die liegen mir immer besonders am Herzen. Eins davon ist die Gestaltung von Felsen. Und hier haben wir mal was, was eher seltener auf der Modellbahnanlage gezeigt wird. Wir hatten ja im ersten Teil die Kreidefelsen. Und hier haben wir jetzt mal ein paar Kalkfelsen. Die Gestaltung sieht da einfach ein bisschen anders aus, auch farblich, als das, was man eben sonst naja, so in der Felsgestaltung macht. Naja, und das hat er doch hier schön hinbekommen. Also das sieht sehr, sehr schön aus hier, wie er das gemacht hat, auch farblich. Na, also da kann man sich da eine Scheibe abschneiden. Ja, Kalk ist jetzt als Felsen auch nicht so super häufig in Deutschland, wird aber eben auch viel auch abgebaut. Ne? Also da gibt es häufig Steinbrüche, weil Kalk ja für diverse Bauunternehmungen ein wichtiger Rohstoff ist. Hier haben wir dann noch was Schönes, und zwar möchte ich hier mal auf diese Steinnachbildung oder Pflasternachbildung mal hinweisen. Das ist sicher hier so eine Drücktechnik, würde ich mal vermuten. Also man hat da hier, was weiß ich, Trittschallschutz oder irgendwas ähnliches, also quasi ein Schaumstoff, wo dann diese Steine, so, also diese Fugen dann so eingedrückt werden. Na, also wenn man das richtig macht, dann sieht das richtig toll aus. Ist eine sehr mühsame und zeitaufwendige Arbeit, wo allerdings wirklich richtig was rauskommt am Ende. Wir sind im hinteren Teil der Halle angelangt. Ja, und hier gab es noch ein paar schöne Sachen, die also vom modellbauerischen, also wirklich allererste Sahne waren. Das ist, glaube ich, müsste jetzt hier eine Feldbahnspur 0 sein. Also so nicht 0E, 0F, irgend so was ähnliches. Mit einzeln gesetzten Steinen hier im Pflaster. Also das ist auch sehr, eine sehr schöne Arbeit, auch wenn man sich die Gebäude hin anguckt, die gealterten Türen. Also das ist alles wirklich. Also da hat man nicht viele Ideen, wie man es noch besser machen könnte, oder eigentlich gar keine. Ne? Das ist wirklich absolut top, finde ich.
Also ich bin begeistert. Das ist wirklich toll gemacht. Und eben auch wieder, naja, halt eine Mini-Anlage. Hier haben wir nebenan gleich das, ja, also entweder man macht die Anlage, das Thema kleiner, oder macht die Spur kleiner. Das ist ja hier, jetzt haben wir noch H0 mit Straßenbahn. Hier haben wir noch einmal Straßenbahnanlage H0. Auch, sagen wir mal, von der Größe her überschaubar. Das war überhaupt die kleinste H0-Anlage, glaube ich. Jetzt hier also da noch eine Straßenbahn nebenher fährt, was allerdings eben ja vom Betrieb her relativ einfach, aber naja, vom Arbeitsaufwand ist es natürlich toll. Es ist toll gemacht. Ja, dann haben wir so, naja, das würde ich jetzt vielleicht so als typische Heimanlage bezeichnen. Spur Z, also da ist, ja, ist halt eine kleine Spur, da passt viel rein. Ja, da kann man ganz schön, also ich weiß nicht, wie lange man hier sowas baut. Also das ist ein Projekt für Jahre. Dann noch ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Modelleisenbahn. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier Märklin Spur 0 oder Spur S ist. Also es ist auf jeden Fall etwas Älteres, was hier seine Runden dreht. Die dritte Jahreszeit haben wir hier. Auch wieder eine Schmalspuranlage. Auch sehr schön gestaltet. Dann hatte ich das Schild extra gefilmt, aber ich habe es gar nicht gesehen, von wem das war. Ich glaube, Cottbus hätte ich da wohl gelesen. Ja, eine schöne kleine nette Anlage. Und frühe Epoche. Dann haben wir hier so Mini-Anlagen, also in Spur N, Z und T. Und dann irgendwo kommt dann gleich noch die kleinste Anlage überhaupt. Das ist dann, wenn ich es nicht vorwegnehme, da ist sie. Das ist irgendwie 1 zu 1000. Da fährt allerdings dann die Lok nicht mehr auf einer richtigen Schiene, sondern eher auf einer glatten Fläche, die dann als Schiene bedruckt ist. Und unten drunter ist dann ein Magnet. Also das ist so die kleinste. Räder schon mal allein aus drei Teilen, dann kommt das Dach dazu. Na ja, gut, das sind Teile jetzt. Ne? Ja, das ist ja, natürlich. Das. Hey. Mit Lupe. Guck mal, das. Nee. Sie haben mit der Brille schon gar nicht mehr. Nee, ich schon. Dann haben wir den Kollegen mal selber zu Wort kommen lassen. Dann habe ich mir selber das Wort abgeschnitten, aber das macht nichts. Das Thema Buddelschiffe sollte ja eigentlich bekannt sein. Hier ist dann, sagen wir mal, diese Flaschenwelten, ist dann hier nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben worden. Das war ja eben noch andere Sachen da in die Flaschen hineinpackt. Irgendwas Modellmäßiges. Ja, das ist dann auf der Modellbahnausstellung der etwas andere Modellbau. Spur G gab es natürlich auch, allerdings eben hier nur im eher bescheidenen Maß. Das war, glaube ich, ein Händlerstand, der da so ein bisschen was aufgebaut hat. Ja, Händler gab es natürlich auch, dort habe ich auch nicht geguckt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst so eine Videorunde gemacht, habe mich mit den Leuten unterhalten, das hat auch sehr viel Zeit gekostet. Dann habe ich mich so wie so Schneckenhasen, ne, von erst nach hinten in durch die Halle bewegt. Ne. Ist das hier weiter hin? Da waren Eisenbahnfreunde e.V., das war auch so eine typische TT-Heimanlage. Ja, es ist TT. Gut, ich war gerade im Zweifel. Weil ich habe da, man hat dort so viel gesehen in der Riesenhalle. Also ich weiß da keine Einzelheiten mehr. Und wenn ich da jetzt nicht auf das Schild geschwenkt hätte, ich hätte es wirklich vergessen. Dann habe ich noch eine Fotorunde gemacht und dann war ich so fertig. Da tat mir alles weh. Ich war aus der Bewegungswahl. Hier übrigens noch eine schöne H0E-Anlage. Ja, mit einer wunderschönen Brücke. Was
ja auch sehr schön gestaltet. Also ich, das ist ja jetzt hier, naja, man wird das jetzt Modulbahn nennen, ne, als einzelne, aber eigentlich genau genommen sind es Segmente. Segmente sind es unter anderem deshalb, weil eben die, die Schnittstellen nicht genormt sind. Und das ist hier auf der Anlage gerade das Gute, ne? Also dass das eben nicht alles, dass alles ein bisschen kreuz und quer geht und von schief nach schräg. Das ist der, der Eindruck ist dann einfach besser. Tja, hier haben wir auch eine Nullanlage, die hier mit einem gesunden Epochenmix daher kommt. Es ist dann immer Epoche 6, ne? Da gibt es ja dann Museumszüge. Verein für Berlin-Brandenburgische Verkehrsgeschichte vermute ich jetzt mal. Das habe ich jetzt nicht so nicht in der Schnelle nicht so mitbekommen. Tja, auch eine sehr große Segmentanlage. Das ist eben auch immer so ein bisschen, naja, wer es halt mag, ne? Also es hat alles Vor- und Nachteile. Bei solchen Anlagen ist eben das, die Segmenttiefe sehr schmal. Und das heißt, es fehlt so immer ein bisschen die Tiefe, aber ich habe eben die Länge. Ne? Also ich habe dann eben sehr, sehr lange gerade Gleise, wo gigantische Züge drauf fahren können, die eben so auf der normalen Heimanlage oder auf vielen Vereinsanlagen eben so nicht möglich sind. Also wir hatten ja mit unserer Rauenfels, die war ja auch recht groß, aber die Züge waren limitiert. Ich konnte da jetzt nicht mit 10 Schnellzugwagen dranhängen. Na, oder noch mehr, das hat die Anlage nicht hergegeben. So eine Anlage wie diese gibt es aber ja. Na, das ist immer, weil ich dann auch immer Diskussionen höre, dass dann viele, also diese Form der Modellbahnanlage dann nicht so schätzen. So, hier sind wir bei Spuren größer, das ist dann also die Spur 1. Das, also so vom Angucken eigentlich die ideale Spur. Ne? Also, das, also hier geschwungene Form, Gleise, die den Namen verdienen, Räder und Spurgrenze, die den Namen verdienen. Das ist also hier, muss man viel weniger Kompromisse eingehen und es läuft trotzdem ohne großen Aufwand. Also das ist schon eine schöne Sache, aber das ist dann wirklich was für Turnhallenbesitzer, da eine halbwegs vernünftige Anlage aufzubauen. Hier hat man da auch da wieder das Problem mit der Länge. Na, also selbst als, sagen wir mal, Segmentanlage, die sind sehr, sehr groß ist, muss man eben dann doch die Bahnhöfe kürzen und dann passen die ganz langen Züge halt nicht mehr rein. Na, wobei der eigentlich lang genug ist, ja. Also auch ein wunderschöner Zug. Ja, die, was, die Wagen, den Hechtwagen, die gibt es ja auch in 9.0. Also wenn man sich das so anguckt, das sieht irgendwie ganz anders aus. Ja, also die, es gibt in 9.0 schon schöne Modelle, aber das ist noch ein paar, Zacken schärfer hier. Der hat bloß 4 Wagen, der Zug. Ne, das ist ein anderer. Naja, gut. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Wagen an dem anderen dranhängen. Aber für sowas kann man eigentlich mal begeistert sein. Ja, das müsste auch hier 0E oder irgend sowas sein. Das sind
Modellbahnkollegen aus Dippold des Waldes, habe ich mal gemerkt, weil da jemand dabei ist, der da hingezogen ist, der früher bei Friedrich List in Leipzig war, dem ich mich dann angeregt unterhalten habe. Auf Schacht. Die gab es ja da in der Nähe, ne? Also wir hatten einen Glücksaufschacht. Da ist allerdings Kohle gefördert worden und nicht hier am Stein. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt bloß quasi die Steine jetzt ein bisschen Ersatz für die Kohle ist. Zumal man jetzt sagen muss, dass die Kohle, die da in dem Windbergrevier, wo da dieser Glücksaufschacht war, dass die nicht so die herausragende Qualität hatte, aber jetzt so schlimm war es auch nicht. Naja, es ist also mal eine richtige Verladung eingebaut. Also Dippold des Walde, wisst ihr, ich bin ein bisschen Windberg-Fan, das ist nach Possendorf, glaube ich, dann müsste dann der nächste Ort sein. Das ist also auch in der Nähe von der Windbergbahn. So, dann haben wir hier Gäste, der Brabant müsste Belgien sein. Gäste aus Belgien. Die hier, gut, was ist das für eine Spur? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist, wenn dann hier geht, eine Perspektive verloren im Video. Also das kann alles sein. Ich glaube auch so. Es sieht auch irgendwie größer aus, habe ich jetzt hier so im Video. Oder war das was Größeres? Ich weiß es einfach nicht mehr. Also man ist dann irgendwann, wo die Ausstellung geht, das ist auch immer die Gefahr bei der Messe. Also ich will ja dieses Jahr auf der Messe dann mal auch vielleicht mal ein bisschen mehr zeigen. Das letzte Mal habe ich das alles in ein Video gepackt. Weiß ich nicht, ob ich da dann wirklich die Ausdauer habe, das wirklich dann so... Also müsste sich da eigentlich notieren, aber was will man noch alles machen? Dann wird es halt am Ende ein Video, was dann so ein bisschen halb professionell ist und ein bisschen locker. Ja, das ist auch keine Katastrophe. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Ne, das ist N. Ach ja, das ist N, das sind die Berliner Kollegen. Das war auch so eine Anlage, wo nichts dran stand. Und dann war irgendwie da eine Frau, die... Ja, deshalb stehe ich ja da, damit sie mich fragen. Deshalb sind die auch keine Schilder. Ja, aber ich habe es ja dann vergessen. Das hat es ja mit älteren Leuten zu tun. Und die sind halt ein bisschen vergesslich. Vor allem nach Corona. Hier sind noch so diverse Dampfmaschinen. Sammelsurium. Ja, die rechnen. Ja, Modellbahnanlage Ost-West in TT vom Modellbahnclub Hoyerswerda. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich da hingefahren bin. Einfach weil man da eben dann auch mal ein paar Modellbahner sieht, die man jetzt, also Anlagen sieht, die man eben nicht zu Gesicht bekommen würde. Hier in Leipzig oder jetzt sagen wir mal im zentraleren Sachsen. Auch schön gemacht, also kann man nicht meckern. Ja, gibt's so eine Schmalspurbahn.
Das müsste dann der Westteil sein hier. Der andere Anlagenschenkel und ist ja auch schon Felsen gebaut. Oh, hier fährt es auch mit Dampf. Und da steht doch tatsächlich ein DB-Zug. Naja, also ansehenswert, ne? Also da kann man nicht mehr kommen. Ja, und dann haben wir hier die letzte Anlage des heutigen Tages. Mit Autofahrsystem. Ich sage jetzt bewusst mal nicht Faller-Car-System, weil ich nicht weiß, ob das alles immer alles noch für Faller ist. Ich habe da keine Ahnung. Also ich müsste da eher so Pferdefuhrwerke animieren. N. Spur N. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr an die Anlage erinnern. Ich sitze jetzt auch gerade wieder erst im Video. Ja, das ist eben dann so die letzten Aufnahmen, die man macht, wenn man dann also schon ein bisschen durch ist. Ja, und dann gibt es ein paar Bilder, die ich nicht zuordnen konnte, den Anlagen, wie das hier zum Beispiel. Aber das wollte ich jetzt euch nicht vorenthalten. Und dann vor allem das hier, na, also Gewässergestaltung ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Das ist allerdings hier mit einer Seefolie gemacht. So aus dem Blickwinkel sieht es gut aus. Wenn man von oben drauf guckt, ist dann die Folie doch ein bisschen wellig geworden. Na, Bienenstöcke. Ja, und wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, es hat euch gefallen. Der zweite Teil war ja nun deutlich länger als der erste. Ich wollte es nicht nochmal teilen. Na, sonst hat man hier drei Wochen hintereinander nichts anderes gesehen als die Ausstellung. Ja, also in dem Sinne, noch einen schönen Abend. Macht was draus.